Willkommen zurück bei der Giga-Staffel mit dem Axis Modpack. Heute, ja, lasst mal die Nahrungsmittel so sein, kümmern wir uns mal um das Natriumcarbonat. Da werden wir direkt anfangen, hier eine LKW-Station zu bauen. Railway. Ein Railbus. Okay, das ist Zug. Und wenigstens ein Passagierdings. Passt. Kali-Bergwerk? Okay. Warum nicht? Warum nicht? Wir haben da auch noch Salz, das wir wegtransportieren möchten. Das erste, was ich tue, ist hier eine Brücke zu bauen. Oh, 19 Tonnen Kohle. Boah, 17 Kieten, nein. Das ist so schlecht. So. Und zwar werden wir direkt, wir haben hier noch unsere Ersatzteile. Die sind wundervoll. Wir machen ein neues Straßenfahrzeug und zwar Ersatzteile. Ich glaube, wir haben den lilen Badger genommen beim letzten Mal. Und ich denke, wir bleiben dabei. Boah, der hat 11 nur? Ist ja nix. Das ist ja nix. So. Du gehst hier hin. Und du gehst dahin. Und das ist es dann auch schon. Ersatzteile. Und zwar ist das Luzern Giga Hub nach Kali Bergwerk. So, und da werden wir. Ups. Werden wir den direkt, ich denke, 3 Stück reichen. Es wird jetzt ein bisschen dauern, bis sie separiert sind, aber das ist okay. Ja, das ist auch ein Projekt, das wir noch mal weitermachen möchten, aber alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. So, dann geht's hier weiter. Und zwar gehen wir hier hoch. Und zwar bis hierhin. Da rein. Nee. Nee. Das geht so nicht. Hier wieder raus, das ist ein bisschen ungeil. Ich denke, es macht mehr Sinn, hier nochmal eine weitere Station hinzubauen. So, das wäre das. Und dann können wir das Ding nämlich auch nochmal abräumen. Nee, passt. Das ist okay. Das kann bleiben. Nee, es kann nicht bleiben. Das sieht sonst scheiße aus. Hier müssen wir ein bisschen planieren. Okay, so passt's. Schon wieder ein neuer. Wow. Wir kriegen zu viele Busse, die wir nicht wirklich brauchen momentan. Okay.
Gut, dann machen wir hier ein Depot hin und... Da ein Depot hin. Okay, gut. Oh, der muss hierhin, hier durch zurück. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Können wir einen Wegpunkt? Wir brauchen Wegpunkte. Das ist ganz schlecht. Luzern 3. Okay. So, ihr Jungs, geht bitte über Luzern 2. Und ihr Jungs, geht bitte über Luzern 4. Ich weiß nicht, warum sie das Gefühl haben, dass das jetzt hier der schnellere Weg ist. Ja, Luzern 3. Okay, gut. Was transportiert ihr? Roheisen. Die Roheisendinger werden alt. Okay, was hatten wir hier? Sentinel DG4. 15, 75 Kilowatt. Die müssen hochgehen. Du bist zu schwach. Du bist zu schwach. Uff. Ich glaube, wir haben nicht großartig eine andere Wahl als der Mammoth Major 8. Alle anderen sind zu schwach. Das ist leider ein Problem. So. Nichtsdestotrotz wollen wir anfangen, und zwar Natriumcarbonat zu transportieren. Natriumcarbonat. Und wir machen Luzern-Kalibergwerk nach, was war das? Schwerlast. Bahnhof. Okay. Natriumcarbonat. Das ist das hier. Das ist alles flach. Das heißt, der hier ist zu schwach. Der Carrier Bantam mit 37 Kilowatt ist einfach zu schwach. Ich denke, wir nehmen den Beardmore. Das ist wahrscheinlich der, der hier am besten funktioniert. So, alles entladen. Go. Okay, hier ist ein... Ach, das sind das Ersatzteil-Dinge. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Minus. Das darf nicht sein. Farblich? Ja, weiß. Weiß. Weiß passt da ganz gut. Okay. Normale Produktion. Was? Ja, die müssen wir gleich auch ersetzen. Das sind die Eisenerzdinge. Aber die Scammel noch. Ich denke, warum sind die so schwach? Okay, der ist nur 10. Der ist auch super schwach. Ersetzt die.
Okay, und schnallst du das, dass du es hier zurückgehen solltest? Okay, das hält sich die Waage. Wir müssen mal gucken. Ich denke, wir werden noch einen Teil darüber transportieren. Von dem her, das ist in Ordnung. So, Natriumcarbonat fließt langsam. Oh, das heißt fließt, es kommt langsam an. Die Mine ist bei doppelter Produktion. Wir brauchen noch einen vierten von euch. Wie lange braucht die für den Fahrplan? Ja, mit 4 sollte das ausreichen. Kosten. Ach, weil das... Die Kosten... Wir kriegen hier Kosten rein, weil die Ersatzteile da schon ewig lange lagern. Deswegen machen die auch Minus. Das sollte jetzt aber langsam abnehmen. Wir haben Sunbeam... Wie auch immer. Ist okay. Okay, die Stadtverwaltung ist uns wieder wohlgesinnter. Das ist gut. Das heißt, wir machen hier einen Umladebahnhof. Könnte man einen Hochsicherheitsbahnhof nehmen. Warum auch nicht? Bahnsteiglänge. Wir machen 6x4. Irgendwas um den Dreh rum. Nord. Das wäre dann der Frachthafen. Ja, schnieke der Bahnhof. Boah, echt? Was soll denn das? So, dann gehen wir hier rüber. Und hier einfach eine Brücke hinpappen. Ich baue jetzt einfach mal, was ich kann. Hier, bevor mir die Stadtverwaltung wieder reinpfuscht. Auf der Seite möchte ich nicht durch, weil hier noch ein LKW-Bahnhof hinkommen soll. Aber ich sehe zwar aus, als hätten wir für ein Gleis keine andere Wahl. Okay. Soll ich die Stadtverwaltung einfach bestechen? Ach komm, 1,3 Millionen, was soll's? Das hat nichts, das hat nicht mal was gebracht. Sie sind immer noch angepisst. Egal. Egal. So, ziehen wir das noch ein bisschen weiter. So, dann haben wir hier bestimmt mittlerweile genügend Natriumcarbonat, dass wir... Okay. Sind die gleichen wie immer. Okay, okay, wir brauchen... was hatten wir für die Austerity? Haben wir, glaube ich, gekauft, oder? Dass wir die weiterkaufen. Oh. Ups. Ich habe natürlich voll den Falschen verkauft. Keine Rolle. Gut. Also, Waggons. Lass wir bis auf 6 kommen. Weg damit. Du lädst bitte Natriumcarbonat und gehst hierhin und gehst dahin und go. Natriumcarbonat.
Luzern Schwerlast Bahnhof. Bahnhofe. Schreiben müsste man auch noch können. Nach Volkerswil Gigahub. Okay, gut. So. Dann ändern wir das noch auf weiß. Wundervoll. Ist ein bisschen doof, dass die Waggons, diese Art von Waggons, immer blau sind. Das stört mich ein bisschen. Das finde ich jetzt leicht ungeil. So, wie schaut es hier aus? Viel zu viel. Okay. Habe verstanden. Wir brauchen mehr. Salz haben wir momentan noch keinen Verwendungszweck dafür. Aber wir können das ohne Probleme noch weiter ausbauen. Und da sieht es so aus, als würde das eigentlich ganz gut funktionieren. Oh. Ich sehe das Problem. Es ist hässlich. Aber passt. Das hier ist ein Weg. So, das heißt, du löschst das bitte. Ich denke, das müsste der schnellste Weg zurück sein. So, vierfache Produktion. Das heißt, hier wird, ja, brauchen wir mehr. Offensichtlich. Da kommen die Züge. Man könnte sogar auf 8 erweitern. Apropos erweitern. Was überfällig ist, ist die Erweiterung von diesem Bahnhof hier. Anzahl der Gleise sind 4. So, das ist definitiv überfällig, dass wir das erweitern. Das heißt, die ganzen Eisenerzzüge, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier bereits eine Vorlage haben. Kalkstein, Eisenerz, das wärt ihr. Okay, wir brauchen eine neue Lok. Die hält einfach nicht mehr. Ist das der richtige Breakvan? Ich bin mir jetzt nicht sicher, man sieht es hier nicht so richtig. Oh. 20 Tonnen Breakvan, ja, das ist richtig. Mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick geht's. Also, dann nehmen wir eine neue Lok. Und ich denke, wir nehmen die Austerity. Ich habe das Gefühl, die leistet uns gute Dienste. Man könnte auch die Mineral nehmen. Die ist noch ein Ticken günstiger. Bei denen, die so nur 64 km/h fahren können, warum nicht? So, nehmen wir die Mineral. Okay, und umrüsten auf Eisenerz. Gut. Okay. Die müssten jetzt umgerüstet werden.
Züge zu ersetzen. 9. Einer wurde schon. Da ist der nächste. Und dann sollte das langsam aber sicher abnehmen. Dafür nimmt es hier zu. Oder? Nee, Eisenerz ist 0. Was rede ich denn da? Eisenerz ist läuft. So, und wir haben... Ich denke, dass wir das hier auch abnehmen. Oh, wir haben zu viele Fahrzeuge hier. Wobei, das liegt auch daran, dass die Produktion da gerade irgendwie... Weil das Zeug hier nicht abgeholt wird. Dass es... wenn wir mehr Züge haben, sollte das sich eigentlich wieder ausgleichen. Ich denke, das ist die richtige Lokomotive für diesen Job hier. Die Austerity könnte man auch nehmen, die wäre noch mal einen Ticken schneller. Aber da wir sowieso verkrüppelt sind von den Waggons, macht es nicht wirklich viel Sinn, eine andere zu nehmen als die, die genau gleich stark ist. Er kommt hier ohne Probleme hoch. Ist nicht wird nicht großartig verlangsamt, von dem her läuft. Okay, und das nimmt langsam Tendenz abnehmend. Guckt euch die vielen LKWs an. Brutal. Es fehlt auch so ein bisschen... Vierfache Produktion. Der hier hat doch einen geplanten Fahrplan, oder? Jo. Was? Der benötigt 20 Tage. Warum habe ich den nicht geplant befördert? Ich meine, er ist ganz alleine. Das macht doch keinen Sinn. Aber eine geplante Beförderung. Und zwar Abfahrtslot. Er muss zweimal hin und her. Das heißt, wir haben einmal 1. Januar. Dann haben wir 14. Februar. Dann haben wir 1. April. 15. Mai. Dann haben wir 1. Juli, 15. August, 1. Oktober und zu guter Letzt noch den 15. November. Okay. Geplante Beförderung. Zeitplan zuweisen, Zeitplan 1. Den kann man noch irgendwie umbenennen. Ersatzteil, Teile, Eisenerz, Bergwerk. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht.
Ja, passt. Da wartet er einfach da. Und das ist in Ordnung. Weil sonst... habe ich das Gefühl, haben wir zu viele... Ne, der hat 40 Ersatzteile, braucht 80. Das heißt, der muss da zweimal hin und her. Das passt. Perfekt. Wie schaut's hier aus? Das ist gut. Das ist noch nicht so gut. Okay, das ist auch schlecht. Einer mehr. Und der geht jetzt hier rein. Sand hält sich die Waage. Das passt. Perfekt. Ja, hier hätten wir auch nicht die Austerity nehmen sollen, sondern die andere, die wir auch bei den anderen haben. So, jetzt haben wir 365 Tonnen Verpackungsmaterial. Wir warten aber noch. Ich möchte zuerst, wir haben ja das, die Kaltbrennerei hier schon angeschlossen. Das heißt, wir probieren es jetzt diesmal mal mit dem Ding hier. Aber wir da Sand und Kalkstein direkt von hier nehmen können. Wir hätten auch noch mal mehr von hier. Da können wir auch die Produktion nochmal weiter erhöhen, falls wir das möchten. Genau. Dieser Bahnhof ist auch sechsspurig. Man könnte demnach die auch nochmal erhöhen, aber ich denke, wir lassen das. Ich glaube, wir haben hier eine tendenziell abnehmend. Schwierig zu sagen, weil hier wird jetzt mehr produziert. Spitzenmäßig 80%. Wo ist unser Ersatzteilzug hin? Hä? Nicht doof? Der müsste doch hier irgendwo verkehren. Hat der sich irgendwo verirrt? Ersatzteilzug? Wo ist denn der? Gucken wir hier nach. Das ist beim Langtal Mega Hub. Wo bist du? Du hast dich in der Tat verlaufen. Oder? Ja, du solltest hier durchgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das passiert ist, aber das ist etwas, was wir vielleicht im Auge behalten sollten. Weil dadurch kommen jetzt zu wenig Ersatzteile an. Wodurch die Produktion hier dann leidet. Ich meine, das ist nicht so schlimm, weil wir sowieso noch zu viel Eisenerz haben. Aber es ist trotzdem suboptimal. Möchte ich so eigentlich nicht haben. Dieser Bahnhof ist halt immer noch absolut Hölle. Ich glaube, es ist abwechselnd ist besser. Kühlschiff. So, gucken wir nochmal. Hier ist unser Zug. Er nimmt die richtige. Also, wir machen was. Einfach um sicher zu gehen. Wir sagen, wenn momentaner Auftrag ist Murtenhöhe, dann verbiete.
dass der da nicht irgendwo wieder im Nirvana rumgibt. So, selbiges sollten wir eigentlich für das andere. Machen und dann einfach die verbieten. Ich glaube, das ist einfach sauberer. Und zwar, wenn... Ups. Momentaner Auftrag. Wird... Wähle Ziel, SG gehabt, dann verbiete. Okay, jetzt hat er es geschnallt. Hat den richtigen Weg gefunden. Was etwas unschön ist... Ist das da? Ändere dieses Signal. Okay, das Signal muss weg. Müssen wir ein bisschen früher machen. Beispiel da. Elender Zug. So. Dann können Sie... Wir könnten sogar sagen, dass Sie... Wir könnten die wegnehmen und das gucken, dass wir hierdurch reservieren. Wäre vielleicht sinnvoller. Okay, jetzt sind da die Ersatzteile. Das Ding wird immer noch Minus machen. So ist es nicht, weil das Problem ist, die Ersatzteile, ich meine, die liegen hier Ewigkeiten rum. Wir können mal das Frachtratendiagramm von den Ersatzteilen anschauen. Das geht relativ schnell runter. Und die Schiffe machen halt den ganzen Profit und ja, im Endeffekt... bleibt da nicht mehr so viel übrig. Okay, Eisenerz geht runter. Perfekt. Das heißt, das ist gefixt. Und das läuft ganz gut. Was weniger gut läuft, ist dieser Bahnhof. Oh. Aber ich sehe gar nicht so viel, dass wir besser machen können hier. Es sind halt einfach saumäßig viele Züge. Ich glaube, wir haben das schon mal angeguckt, dass wir hier 51 Züge haben, die verkehren. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir den Bahnhof irgendwie 10 Teils lang gemacht. Man könnte das umbauen, aber man müsste dafür alle Züge ins Depot schicken und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust dazu. Meine Nerven. So, Roheisen passt. Brandkalk. Müsste noch einen zusätzlichen, Brandkalkzug haben. Und wir haben jetzt schon zu viele Züge. Ah, es ist schlimm. Es ist schlimm. Was? Wo hast du dich verirrt? Warum gehst du in dieses Depot rein? Okay, das ist
Es ist absoluter Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Wir machen die Dinger hier. Ich will nicht, dass hier... Die gehen weg. Ihr geht zuerst in euer Depot auf eurer Seite und nicht in das von der anderen Seite. Das ist kompletter Unsinn. So. Die Kreuzung muss nach dem Depot hin, weil ansonsten kreuzen sie und gehen ins falsche Depot. Warum auch immer. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Aber ist okay. Wir haben es gelöst. Dann, bevor ich es vergesse... Luzern ist wieder einigermaßen okay mit uns. Bauen wir unseren Bahnhof bitte. Was ist das? Transfer. Bauen wir unseren Busbahnhof. Ah, das sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, ne? Sind sie wieder angepisst? Natürlich. Immer diese Staatsverwaltung. Der Fluch meiner Existenz. Komm, mach hier einfach nochmal. Fahrzeug ist nicht verfügbar. Ist das der Regent 1? Ja, ist es. Schnell. Fahrzeug ersetzen, Regent 1. Nimm mal für den Regent 2, spielt keine Rolle. Gut. Was ist das für ein Haus? Schnick. Getreide ist gut. Getreide gut, alles gut. Nahrungsmittel sind auch soweit. Läuft alles. Hier. Boah, zu viel Getreide. Okay. Mehr Getreide. Ansonsten, ich glaube, es läuft alles. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, in dieser Episode mehr Kapazitätsmanagement zu machen. Müssen wir dann ein andermal weiter gucken. Aber es läuft. Ich bin zufrieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.